Hallo und herzlich willkommen, liebe Eishockey-Fans, hier bei Timeout, dem Teufelskanal der Roten Teufel Bad Nauheim mit der Spitzenpartie vom 2. November 2008 in der Eishockey-Oberliga, der EC Bad Nauheim gegen die Hannover Indians. Ja, und da war doch was im ersten Spielwochenende dieser Saison. Da schlugen die Roten Teufel Hannover mit 5:2 und auch am Pferdeturm unterlag man erst im Penaltyschießen. Also man hatte jeweils gepunktet und es ging auch gleich gut los hier in Köln-Nahlstadion an diesem Sonntagabend. Nach gerade mal 30 Sekunden war es Ryan Herr, der Benjamin Vogt im Tor der Indians zum ersten Mal prüft. Aber die Gastgeber, sie mit einigen personellen Schwächungen, ein Minikader, gerade mal 13 Feldspieler auf dem Bogen wegen Verletzungen, sind Cardona, Bartha oder kurzfristig Kapitän Marco Ludwig ausgefallen. Aber dennoch der Gastgeber mit einem guten Auftakt. Die erste Strafzeit aber in der dritten Minute gegen den Gastgeber Hannover. Gleich mit Christoph Kotto setzt sich hier durch. Irgendwie schafft er es, die Scheibe vorbei zu zirkeln in diesem Powerplay zum 0:1. Kein typisches Powerplay-Tor, aber es war eben in Überzahl passiert. Und so verhielt sich also die Niedersachsen wie eine Spitzenmannschaft. Einfach diese Chance abgewartet und dann auch gleich genutzt. Aber die Hausherren, sie versuchten sofort wieder dagegen zu halten. Die Reihe natürlich ein bisschen unformiert wegen den zahlreichen Ausfällen. Hinten nur 4 Verteidiger. Vorne konnte man dann gerade so 3 Blöcke aufbieten. Hier mal die erste Formation, vermeintlich erste um Sven Gerbig. Christian Franz draußen in der 12. Minute. Wieder Powerplay, jetzt die Möglichkeit für die Niedersachsen nachzulegen. Da steht man eng um das Tor von Martin Niems, der wieder zwischen den Pfosten stand. Am Freitag zuvor war ja Daniel Grobel bei der Niederlage in Landsberg im Kasten. Jetzt noch Sven Gerwig draußen in der 14. Minute. Also die Indians, sie bekamen ihre Chance nachzulegen, auf 2:0 zu erhöhen. Aber hinten war die Niedermannschaft, die Abwehr. Und auf dem Posten noch Martin Niems. Er mit einem Reflex hier hielt er seiner Mannschaft erstmal das Ergebnis. Jetzt waren die Rundhäuser wieder vollständig. Und da verfehlt Matthias Baldis in der 16. Minute das leere Tor, bekommt die Scheibe nicht unter Kontrolle. Dann wieder ein Konter. Das war natürlich auch diesmal die Taktik. Und da trifft Erik Heidup mustergültig bedient von Tobias Schwab. Und da zirkelt er genau das Hartgummi in den Winkel. Also der 1:1-Ausgleich, das verdient, denn der EC machte eine gute Partie. Ließ die Gäste natürlich mit Spielanteilen kommen. Aber das war kein Problem, wenn man solche Konter dann erfolgreich abschließen konnte. Dann nämlich noch einmal Matthias Baldis und Benjamin Vogt. Im Glück, dass Baldis die Scheibe nicht richtig trifft. Sonst wäre hier vielleicht das 2:1 fällig gewesen. Diskussionen dann mit dem Referee. Wahrscheinlich weniger wegen irgendwelchen Entscheidungen, sondern weil das Spiel wohl nicht so richtig lief für die Indians, die sich mehr erhofft hatten, vor allem durch die Powerplay-Möglichkeiten. Sie dachten, dass sie dort vielleicht wegziehen könnten gegen diesen, wie schon gesagt, Minikader der Hausherren. Aber sie machten eine gute Partie, eine echte Energieleistung. Es ging vor allen Dingen im Mittelabschnitt richtig gut zur Sache. Kevin Leverley startet durch, tankt sich gegen 4 Mann durch. Dann diese Szene, die Scheibe hoch und in der Drehung schafft er es mit der Rückhand. Das wollte er genauso. Die Scheibe zirkelt er irgendwie in die Maschen. Ein unglaubliches Tor vom Kanadier in der Drehung aus der Luft mit der Rückhand. Die Führung in der 27. Minute zum 2:1. Ein tolles Tor und Bad Nauheim legte sogar nochmal nach. Wieder Kevin Leverley machte Druck. Benjamin Vogt hatte jetzt einige Arbeit gegenüber, war es Martin Niels, der hatte zwar weniger zu tun, musste aber stets auf dem Posten sein und Hannover versuchte auch ein wenig die Bad Nauheimer zu provozieren, wie auch hier in dieser Szene, unter anderem durch Fendt. Aber doch ging das Ganze hier in geregelten Bahnen ab. Hinten stand man gut, schafft es immer wieder die Angriffe zu unterbinden. Brad Carroll gab seinem Team die Anweisung, die es brauchte. Und die Roten Teufel mit entsprechend guten Spielzügen. Eine Szene und schöne Attacke hier gegen Kevin Leverley. Nicht ganz in der Kamera gewesen, nicht ganz im Bild. Aber der Kanadier wurde mit einem Ellenbogen von, es war wohl Cameron, der sein letztes Spiel machte, für die Hannover Indians getroffen. Normalerweise zieht das 2+10 Strafminuten nach, aber der Unparteiische, er beließ es bei jeweils 2+2 für die Gäste aus Niedersachsen, aber auch Bad Nauheim kam nicht ungeschoren davon, jeweils 2 Minuten für Leverley und Gerbig, aber dennoch Powerplay für die Roten Teufel.
die mit diesem Schlagschuss von Chris Eid auf 3:1 erhöhen konnten. 33. Minute, genau anvisiert, das freie Eck vom Kanadier. Und da war die Scheibe im Netz in diesem Powerplay. Ja, im Widerstand auf der Uhr eine Führung, natürlich wieder Diskussionen von den Hannoveranern. Denn sie wollten, dass ein Mann wieder aufs Eis kommt, aber es waren ja 2x2+2, also noch weiterhin Powerplay und noch die große Möglichkeit, jetzt für den EC nachzulegen. Vielleicht sogar das vierte Tor zu machen mit einem Mann mehr auf dem Eis. Und jetzt war Benjamin Vogt gefragt und er hielt den Stand. Als dann Hannover wieder vollzählig war, dann machten sie natürlich mehr Druck. Das war klar, das wollen sie nicht auf sich sitzen lassen. Hier zwei Tore wieder hinten. Martin Lienz jetzt mehr im Mittelpunkt. Hoher Stock gegen Sven Gerbig, wieder zwei Strafminuten. Einige Szenen, einige Strafen in diesem Mittelabschnitt. Und auch das kostete natürlich zusätzlich Kraft bei den Roten Teufeln. Alexander Baum fasst sich jetzt mal ein Herz, geht vorbei, wird aber fair gestoppt, sonst wäre er frei durch gewesen. Hat ja schon öfters mal solche Alleingänge dann abgeschlossen. Also es ergaben sich immer mal wieder Möglichkeiten, vielleicht auch das vierte Tor zu machen. Und hier ließ sich jetzt Lenniger mal provozieren. Es war Kyle Doyle, sein Landsmann, der ihn herausforderte und da bekam der Kanadier im Dress der Roten Teufel 2+2 Strafen. Und also eine Hypothek, denn es mussten die Gastgeber in Unterzahl 4 Minuten lang in den letzten Abschnitt gehen. Jetzt rochen natürlich die Indians die große Möglichkeit, in diesem Powerplay den Anschlusstreffer und vielleicht noch mehr zu erzielen. Aber immer wieder standen die Gastgeber hinten sehr clever und dann ging es ab, vor allem mit dem schnellen Kevin Lavely, der ein Riesenspiel machte an diesem Abend. Die Strafzeit kommt ja abgelaufen und jetzt nochmal plötzlich die große Möglichkeit für die Gastgeber zu erhöhen und den Sack vorzeitig zuzumachen. 5-3 Powerplay, aber wie schon oft genug gesehen in dieser Spielzeit kam da leider nicht allzu viel heraus. Zumal Benjamin Vogt bei freier Sicht hier natürlich überhaupt kein Problem hat. Das war in der 47. Minute. Die Hannover Indians wieder komplett, dieser Schuss von hinten. Martin Lienz aber ebenso wie sein Gegenüber zur Stelle. Ja, man dachte, vielleicht würden es die Roten Teufel schaffen, hier locker das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Aber Hannover drückte. Sie bekamen Möglichkeiten. Joe West war natürlich nicht ganz einverstanden mit der Leistung bis dato, vor allem nicht mit dem Ergebnis. Aber dann Breiter mit diesem Rückhandschuss. Das war ein vermeidbarer Gegentreffer und zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt, denn es waren noch mehr als 8 Minuten zu spielen. Der Anschlusstreffer zum 3:2, das war vermeidbar. Und nur 30 Sekunden später diese Szene. Alexander Baum in einer tollen Szene an der Bande mit einem tollen Check. Aber der Spieler, seine Mitspieler, sie helfen ihm nicht, sie gehen nicht hin, holen sich nicht die Scheibe. Und dann sagt sich Chamberlain, Dankeschön, dann mache ich einfach den Treffer. Und da stand es wohl plötzlich 3:3. Das war vermeidbar, der EC nur eine Minute mal, ja, geschlafen, da hatten sie nicht aufgepasst, aber es hatte auch Kräfte gekostet, das Ganze, und damit auch Konzentration, das war klar, aber ärgerlich war dies allemal, denn man hätte vielleicht irgendwie noch ein paar Minuten in die Zeit bringen können, aber so stand es also 3:3, aber es war trotzdem nochmal eine tolle Schlussphase in dieser Partie. Sven Gerbig nochmal mit einer Chance auf die Hannover Indians, nochmal mit Möglichkeiten. Hin und her wog das Geschehen auch in den letzten Minuten dieses Spiels. Noch einmal ein Powerplay, als Gerbig draußen saß, kurz vor Ende. Also jetzt vielleicht doch noch der Siegtreffer für Hannover, aber die Strafe wurde unbeschadet überstanden. Eine echte Energieleistung vom Minikader der Roten Teufel, die sogar nochmal ein, zwei Möglichkeiten bekamen kurz vor dem Schlussgriff. Noch einmal Lenny Bär legt ab. Aber Vogt macht die Schoner zu und so blieb es also beim 3:3 nach 60 Spielminuten. Die Fans insgesamt zufrieden. Vielleicht noch am Ende ein gerechtes Resultat, aber mit ein bisschen mehr Glück hätte man durchaus hier 3 Zähler einfahren können. Aber so musste eben die Overtime die Entscheidung bringen. Und in dieser mit 4-4 wird er gespielt, jeweils 4 Mann. Da gab es mehr Platz auf dem Eis. Und es gibt den schnellen Leuten von dem Kevin Lavely, die Kanadier, natürlich Möglichkeiten. Der mit diesem Vorhandschuss, und da ist es passiert, nach 63 Spielminuten, 62-14, genau, der Siegtreffer mit der Vorhand. Ja, der Rückhandspezialist Kevin Lavely macht es also mit der Vorhand genau in den Winkel. Der Siegtreffer 4:3 nach Verlängerung besiegt also der EC Bad Nauheim die Hannover Indians, die dennoch Tabellenführer bleiben. Aber wieder haben die Roten Teufel gezeigt, dass sie mit viel Einsatz und mit Kampf etwas
halten, etwas reißen können in dieser Liga. Und nicht umsonst stehen sie auf dem dritten Platz. Davon wollen wir mehr sehen. Nach der Länderspielpause sehen wir uns hier bei Time Out wieder. Die Party und das Bayern hatten sich die Spieler redlich verdient. Und dann sollen auch Verstärkungen kommen, um die kleine, in den kleinen Kader vor allem in der Verteidigung aufzufüllen. Und wir werden das also verfolgen. Schaut wieder rein bei uns. Bis dahin, macht's gut und tschüss.